Willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Wir sind hier noch mitten in der Mission und schauen wir mal, ob wir warum kann ich das hier aufmachen? Achso, um hier durchzukommen. Ich hätte doch einfach durch die Tür gehen können. Das ist meine patriotische Pflicht! Ach, es hat nicht geklappt, wie ich das vorhatte. Ich zerreiß dich! Du schießt auf uns! Halte dich nur auf! Verräterischer Hurensohn! Halt die Klappe! So. Haltet stand, Männer! Macht sie nieder! Beschützt die Gefangenen! Tod den Verrätern! Schlag sie zurück! Bleibt ruhig! Haltet die Reihe! Soll ich auch noch? Vielleicht die Armen und Schwachen. Fahrt zur Hölle! Ich bitte dich, um uns entgegenstehen! Mir entkommst du nicht! Überall streckt euch nicht. Er ist auf dem Dach. Zack. Kommt, Leute, nach oben. Zack. Aua. Zack. Zack. Im Medizin nehmen. Jetzt. Aua. Jetzt reicht's mir hier aber gleich mal. Zack. Ich reiß dir das Herz raus. Nichts überstürzt. Wir machen ihn müde. Ha. Du machst gar nichts mehr. Du bist nämlich jetzt auch gleich. Und tschüss. Du Idiot. Und du, hä? So, erstmal hier die Tür hier aufbrechen. Zack. So. So, einmal hoch hier. Schaut, Aufseher! Euer Bruder kommt zu Besuch. Möchtet ihr ihn nicht sehen? Der Typ ist erstmal weg. Na los, Aufseher! Lasst uns anstoßen! Vive la Revolution! Schnappt ihn! Was ist denn? Liebt ihr die Freiheit nicht? Langweilt sie euch? Ah, seht! Er vermisst euch! So. Na, na, Aufseher! Nicht so unhöflich zu eurem Gast! Das? Komm her, Mann! Bürger, anhalten! Dein Rückgrat zu Staub kriegt! Oh, Bastard! Zack! Ich reiße dir deine freche Zunge aus! Angriff! Warum wirft jetzt schon wieder kein... Jetzt! Das gibt's doch nicht! Dass der manchmal einfach die Rauchbomben nicht wirft. Aber eigentlich wollte ich auch mit dem Luftattentat den anderen treffen. Aber egal. Das war wohl nichts. Ah, oh, jetzt hast du kalte Füße gekriegt. Bürger, euer Bruder kommt zu Besuch. Nicht schneller, du schwindst weniger. Na los, Aufseher. Es gibt keinen Entkommen. Vive la Revolution! Komm raus, du mordlösterner Bastard! Oh Was Gott. Ist denn? Liebt ihr die das Freiheit ist schlimm. Nicht? Langweilt sie euch? Du da! Stehen bleiben! Lass den Bastard! Ah,
genau hier schon. Ich mache alles gleich. Mach den Bastard. Na, na, aufsehen. Wir kriegen sie. Anhalten. Ich auf den nicht weg. Jetzt kommt der Teil in Zack. Das geht doch schon wieder nicht. Das müssen wir... Das kann doch nicht sein. Wir müssen da irgendwie hinkommen, ohne dass die uns... Ah, warte. Ich glaube, ich habe gerade was gesehen. Das könnte funktionieren. Könnte. Aber ich muss das auch. Guter Kerl! Euer Bruder kommt zu Besuch. Möchtet ihr ihn nicht sehen? Stirb wie ein Mann! Hey, zurück! Warte einen Moment! Ich habe hier 20 Zentimeter groß! Liebe der Revolution! Tja. Ah, bitte! Er vermisst euch! Na, na, Aufseher! Nicht so unhöflich zu eurem Gast! Seht, er hat etwas abgenommen, seit ihr ihn zuletzt sah. Bürger! So. Jetzt haben wir ihn. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich, oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Erledigt, Luxembourg. Oui, macht hier sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bringe ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Gut. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen. Aber seid vorsichtig. Was ihr vorschlagt, dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Bürger? Hier bleiben, Bürger! Einen Moment! Alter. Ich folge euch. Stirb. Mich überlebst du nicht, du Made. So. Und jetzt einfach weg hier. Zack. Wow. Das war doch recht spaßig. Meine Güte. Und direkt weiter zum nächsten Mission. Oh ja. Zack, zack, zack. Den Dieb, den holen wir uns. Ah! Warte. So. Das hätten wir auch. Ich glaube, wir könnten vielleicht mal wieder hier ein bisschen Ausrüstung, Ausstattung. So, und zwar Unterarm. Obwohl, Unterarm, Taille wäre doch mal nicht schlecht, was Neues. Den haben wir im Moment. Fernkampf ist Fernkampf. Schleichen. Gesundheit
Moment, den haben wir. Ah. Was mit dem hier? Der wäre nicht schlecht. Mehr Gesundheit und Fernkampf. Zusätzliche Medizin, 2 zusätzliche Kirschbomben, 2. Ach, hier geht's ja noch viel weiter runter, Alter. Okay, was ist da? Oh, viel zu teuer, viel zu teuer. Den könnten wir uns holen. Gesundheit. Können wir uns nicht holen? Ah doch, können wir uns holen. Aber... warte mal, ich guck mal in Beine. Oh, das wäre... wenn das nicht, hätten wir noch mehr Gesundheit mehr, aber... wir brauchen auch bei den anderen noch ein bisschen was. Hier hätten wir Schleichen viel mehr. Fallschaden, Fallgeräusche, Laufgeräusche. Nehmen wir mal den hier, da haben wir von... oh, wir können noch viel weiter runter. Der ist zu teuer, den könnten wir mal nehmen. Das machen wir mal, ja. Jetzt haben wir noch 5. 5, wie viel hat der eine gekostet? 5, der gesunden, ne, der... 4, Gesundheit und Fernkampf. Kaufen wir auch mal. So. So. Und weiter geht's. Schau mal, liegt eine Leiche in der Luft. Aber wir können da direkt mal noch was gucken, warte mal. Und zwar Fähigkeiten. Nahkampf. Bla bla. Stangenwaffe nutze ich ja fast nie. Wir haben ja schon so viele. 6. Warte, was ist denn das? Schleichen. Der hier, was ist das? Eine Fähigkeit, um sich selbst und Verbündete in der Nähe wie ein ausgewähltes Ziel zu verkleiden. Könnte. Die Fähigkeit, einen Auffüllpunkt zu erschaffen. Geldbeutel geworfen werden kann, um Menschenmengen anzulocken. Eine Leuchtbombe, die Gruppen vor Gegner betäuben kann. Nehmen wir einmal das hier. Jetzt haben wir noch 6 Stück. Der braucht irgendeins für 6. Ne, der kostet 4. Der auch. Lernen sich Stangenwaffen zu meistern, um starke Angriffe. Aber Fernkampf. Das hier war das, die Fähigkeit da. Was ist das hier? Also ein sofort tödlicher Angriff aus der Luft gegen 2 Ziele in der Nähe. Mach mal den mal. Zack. Also können wir noch trainieren. Na gut, egal. So, jetzt weiter. Darf ich mal, danke. Wir müssen irgendwie auf die Dächer schnell kommen. Hallo. Hoppa!
verkaufst verdorbenes Brot und wagst es, dich zu zeigen? Ich habe dir nichts zu sagen. Bastard. Du kriegst gar nichts von mir, du Bastard. So. Oh. 18 von 20 haben wir es auch bald geschafft. Aber weil sie gerade da waren. So. Zack. Spiele. Was weißt du über Getreidehändler? Freue mich auch, dich zu sehen. Die meisten von ihnen sind derzeit sehr arm. Warum? Ich habe eine Spur zu Jana. Er lässt eine Frau namens Marie Getreide aufkaufen und leitet es zu einem privaten Dock um. Marie Levesque? Du kennst sie? Die Levesques sind seit dem dritten Kreuzzug Templer. Marie war die Einzige, die gegen Germains Exil stimmte. Überrascht mich nicht, dass sie zu ihm hält. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Nicht direkt, nein. Aber das bisschen Getreide, das zurzeit Paris erreicht, wird an den Docks am Hotel de Ville entladen. Klingt gut. Dort beginne ich. Vielleicht finde ich etwas über Madame Levesque heraus. Ah ja. Verzeihung. Und... naja. Diese ganzen Menschen werden hier einfach nur Oha. Lasst uns durch! Wir verhungern! Hey! Kommt hierher zurück! Ihr habt den Keil verpasst, ihr Deppen! Wo wollt ihr denn hin? Dann verfolge ich eben mein Boot. Ja, ein Boot verfolgen, okay, aber... Holt verdammt doch mal! Lass los! Komm! Verdammt nochmal! Zack, zack. So. Seht nach Steuerbord! Schneller, ihr Hunde! Komm, lauf! Ah. Achtung! Warum so schüchtern? Ich will dich nur verprügeln! Holt! Nicht das Wasser berühren. Holt, verdammt nochmal! Zack! Oh, wie soll man die denn kriegen? Wir wären besser oben lang gegangen. Komm! Hallo! Zieht er sich nicht da hoch? Das war's. Scheiße. Nochmal, bitte? Dann verfolge ich eben mein Boot. So. Mal schauen, ob wir es diesmal schaffen.
An mir kommt keiner vorbei. Schneller, ihr Hunde! Nicht das Wasser berühren. Gucken, ob das diesmal dann klappt. Ach, komm nur, wenn ich mit dir fertig Tschüss. Bin, wirst du Holt! Schneller, ihr Hunde! So. Zack, zack, zack. So. Holt! 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 Ja, ja, schon klar. Achtung! Soll ich rüberkommen und dir eine Holt! Verpassen, du Spinner? Holt! Holt! Das lief der wieder nicht. Diesmal bleibe ich hier oben. Schau, ob das dann wenigstens diesmal klappt. Zack. Wow, wow, wow. Bin da so weit weg. Wieder verloren? Oder haben wir es diesmal geschafft? Achtung! Verzog die Bugleine! Kapitän! Gibt es Probleme? Nein, Madame. Habt ihr eure Befehle? Hier, Madame. Gut. Und mein Befehl lautet, euch zu erinnern, dass einer der Säcke undicht ist. Ja, Madame. An die Arbeit! Keinen Alarm auslösen. Ein Traum. Herr Gott, er ist wie ein Schatten. Na schön. Für die Revolution! Haltet ihn! Verdammter Verräter! Sag mal! Darauf, die Jetzt reicht's aber! Das wirst du bereuen! Überall ist nichts! Zermürbt ihn! Digga, Flur! Wie das mit den Blocken manchmal einfach nicht funktioniert. Sollte ich mal umdrehen, dann ist er weg? In Ordnung, ich auch. Dreh dich um. Du sollst nicht gucken. So.
Ein Traum. Was zum Teufel? Ich erwisch dich schon, du Rechter! Zu langsam! Träge wie Molass! Hast du dir das Ziel aufgeschlagen? Komm von den Seiten! Zack, zack. Verdammt, ich stich dich um! So. Meine Güte. Bam. So. Wir haben noch zwei Berserker-Pfeile. Das habe ich nicht geträumt. Anti-Revolutionist! So nicht! Also, wieso? Ja, du, Oh, die Alarmglocke ist eh kaputt, mein Freund. So. Schnapp den Bastard! Hey, und schüttelst mich nicht ab! Bist du ja! Und ich sie! Können wir beim Lissi fair! So, zack. Einfach mal weiter oben. Aus dem Gebiet fliehen, zack. Wir fliehen mal. Schwupp. Zack, zack. Na, haben wir's geschafft. Passend zum Partende. Also bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.